Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück, Kanal Antike Angelrollen, nächstes Rollenprojekt. Heute habe ich wieder eine Zuschauerrolle vor mir liegen. Kevin aus Österreich hat mir drei Rollen geschickt, unter anderem die Maps Super Mecha, die ich letztens schon mal in einem Video hatte. Und die zweite Rolle ist, ja, auch eine hübsche kleine Rolle, ältere Bauart, aus den 70er Jahren wahrscheinlich, eine Shakespeare 2700, also eine mittelgroße oder kleine Rolle, die hat eine Schnurfassung von ungefähr 100 Meter 30er Schnur. Hier steht drauf 120 Meter 027er Schnur. Die sieht sehr gut aus, sie läuft gut, hat geringe Gebrauchsspuren, also wirklich in einem Top-Zustand. Und in dem heutigen Video geht es einfach nur um die Grundwartung. Aufschrauben, reingucken, sauber machen, neu fetten und dann müsste das eigentlich alles wieder schnell laufen. Okay, fangen wir an. Wie immer, Spule, Kurbel zuerst abbauen. Diese Rolle hier hat eine Steckkurbel. Das sieht man daran, hier ist eine Schraube. Wenn man die Kurbel dreht, dreht sich diese Schraube mit. Und das ist immer ein Zeichen darauf, dass man hier eine Steckkurbel hat und keine Schraubkurbel. Da muss man hier diese Schraube lösen. Haben viele Rollen dieses System. Man kann die Kurbel einfach von links auf rechts Hand oder von rechts auf links Handbetrieb umstecken. Oft ist hier auch keine Schraube, so wie hier, sondern oft hat man hier so eine Plastikkappe mit einem Gewindestück. Das ist aber das gleiche Prinzip. Also das ist die Steckkurbel, das ist hier sechseckig, wird dann durch die Hauptachse durchgesteckt. Kurbel ist ab. Als nächstes nehmen wir hier die Spule ab. Das ist eine Frontbremsrolle, ganz normal. Ab damit und ja, dann sieht es eigentlich recht übersichtlich aus. Hier ist die Rotormutter, hier ist dieses Zahnrad für den Klicker, wenn der Fisch in die Bremse geht. Und hier an der Seite gibt es drei Kreuzschlitzschrauben, die man einfach aufdreht, um an das Getriebe zu kommen. Nummer 1, Nummer 2. Und dann die Nummer 3. Diese Schrauben hier, ich weiß das, die haben alle die gleiche Länge. Deshalb werfe ich sie hier einfach in meine Plastikschüssel, wo ich alle Kleinteile immer drin sammle. Aufpassen bei manchen Rollen, vor allem bei neuen, modernen Rollen. Shimano zum Beispiel ist da notorisch, können hier diese Schrauben im Seitendeckel unterschiedliche Längen haben. Also dann muss man sich einfach merken, wo gehört sie hin oder wo habe ich sie rausgeschraubt. Aber hier in dem Fall drei Schrauben, alle gleiche Länge, kein Problem. Dann kann man hier den Deckel abnehmen. Das da, der Hebel, das ist die Rücklaufsperre, das ist die Klinke für die Rücklaufsperre. Die greift, das ist ein recht primitives System, die greift hier in dieses Zahnrad rein. Ja, also das ist eine Rücklaufsperre, die wirkt über das Getriebe. Und jetzt gucken wir mal, können wir das Hauptgetriebe rausnehmen? Jawohl, können wir. Das ist also das Hauptgetriebe, das große Ritzel treibt hier vorne das kleine Pinion Gear an, dieses kurze Schneckengetriebestück, was wir da sehen. Und ansonsten ist da nichts, kein Kugellager. Das ist also eine, ja, eine einfachere Rolle oder wahrscheinlich eine Rolle am unteren Ende des Budgets, aber sie ist scheinbar solide konstruiert und einfach zu warten. Das ist der Charme bei einfachen Rollen oder bei einfach aufgebauten Rollen, bei günstigeren Rollen. Sie sind oft eben leicht zu warten. So, hier ist eine Schraube. Eine Kreuzschlitzschraube mit einem flachen Kopf, die muss gelöst werden. So eine Schraube. Und die sitzt hier in diesem Wickelblock, sage ich immer dazu, oder Crosswind-Block oder Führungselement, wie immer das heißt. Wenn man diese Schraube gelöst hat, kann man hier vorne die Achse einfach herausziehen. Da haben wir die Spulenachse. Die ging ganz leicht heraus. Also sehr schön, sie ist sauber. Und jetzt geht es hier an dieses Element. Und da hinten ist so eine Rille drin. In dieser Rille, diese Rille läuft auf diesem Stift hier, auf diesem Zahnrad. Und wenn sich das dreht, dieses Zahnrad wird von diesem kleinen Zahnrad auf der Hauptgetriebeachse angetrieben. Dann bewegt sich dieser Block mit der Achse nach vorne und zurück. Und das ist einfach der Spulenhub, ganz einfach. Mehr ist da nicht. Dieses Rad hier, dieses Zahnrad, das ist nur draufgesteckt. Einfach herausnehmen, ist nicht verschraubt, auch ab damit. Und dann haben wir hier vorne die Mutter,
die Mutter für den Rotor. Und das ist eine 12er. Ja. Und hier diese Mutter, die kann man gut mit einem Ringschlüssel aufmachen, weil hier der Rotor eben flach ist. Und diese Mutter geht auf mit dem Uhrzeigersinn. Die wird einfach aufgedreht. Und dann kann man den ganzen Rotor abziehen. Vorsichtig nach vorne ziehen. Das war's. Hier ist so eine Platte, die muss wieder so rein. Diese Unterlag, eine eckige Unterlagsscheibe, die muss hier wieder so rein. Die fixiert den Rotor dann auf der Rotorachse. Das ist wichtig. Dann geht es hier an das Kugellager, wenn sie denn eine hat. Bin ich mal gespannt. Mal gucken. Nicht, dass ich euch hier zu viel verspreche. Hier drunter ist eben das Lager für die Rotorachse. Und da fehlt mir jetzt, der passende Kreuzschlitzschraubenzieher. Ich habe ihn aber. Die halten so einen Metallring fest, so einen Metallkragen. Diese beiden Schrauben. Und dieser Metallkragen hier, der wiederum hält diese ganze Achseinheit mit dem Kugellager oder dem Gleitlager. Jetzt müssen wir mal gucken, was sich darunter verbirgt, an Ort und Stelle im Gehäuse. Also zwei kleine Schrauben. Nimmt man ab. Dann nimmt man hier diesen Kragen ab. Das lege ich erstmal vor mich. Und jetzt sollte man eigentlich hier diese ganze Einheit herausziehen können. Kann man. Und da haben wir jetzt also die Rotorachse, das Pinion Gear und diese Rolle hat ein Kugellager. Okay, prima. Das war's. Die Rolle ist zerlegt. Ging schnell. Schnell an die Reinigungsarbeiten. Ein kleiner Spritzer Kriechöl da rein, um das Ganze zu säubern. Ah, hier sind noch zwei. Hier ist noch eine auf dem Kugellager, aufpassen, auf dem Kugellager hier sieht man, wo ich hinzeige, da ist noch eine dünne Beilagsscheibe. Und jetzt geht es schnell an die Säuberung von dem Ganzen. Ich nehme jetzt hier etwas Kriechöl her. Ein bisschen wird draufgesprüht, nicht zu viel. Dieses Kriechöl ist ein Reinigungsmittel, das reinigt die ganzen Teile von altem Fett und auch von Verschmutzungen. Letztens hat ein Zuschauer mal geschrieben, dass er seine Rollen, wenn er sie auseinanderbaut, lieber in Waschbenzin reinigt. Geht auch, kann man auch machen. Ah, Achtung, hier ist noch eine kleine Beilagsscheibe, die saß hier auf diesem Lager. Ja. Immer aufpassen, wenn ihr solche kleinen Beilagsscheiben findet, dass man die wieder an der richtigen Stelle verbaut. Die sind wichtig für die Ausrichtung des Getriebes. Das heißt, die muss da wieder hin. Wird einfach abgewischt, diese Beilagsscheibe. Die ist nicht sehr verschmutzt. Das wenige alte Fett, was drauf war, das geht leicht ab. Jetzt setze ich die gleich da wieder drauf. Also aufpassen, dass man diese Beilagsscheiben, wenn einem da was entgegenfällt, beim Auseinanderbau von so einer Rolle, dass man die wirklich wieder an den richtigen Platz setzt. Weil es eben wichtig sein kann für die Justierung des Getriebes, der Zahnräder im Inneren der Rolle. Wenn man so, eine Beilagsscheibe vergisst oder wenn man zwei an eine Stelle baut statt einer, dann kann es sein, dass die ganze Rolle rau läuft. Was ich jetzt hier mache, was ihr hier seht, das ist altes Rollenfett, was hier im Inneren war. Das entferne ich einfach mit einem Wattestäbchen. Das geht relativ einfach und schnell. Das Fett, was jetzt da drin war, was ich jetzt hier sauber gemacht habe oder herausgeholt habe, sah noch nicht so schlimm aus, also ist okay. Manchmal hat man Rollen, da hat man dann wirklich ganz verklebtes, verbacktes, altes Fett drin, was so verhärtet ist oder so, was so verhärtet ist, verhärtet einfach, dass es sich nicht mehr richtig bewegt. Okay. Hauptritzel sieht gut aus auf den ersten Blick. Auch hier gehe ich einfach drüber und hole dieses alte Rollenfett heraus. Aber das sieht gar nicht so alt aus. Ich vermute fast, die Rolle, die wurde mal gewartet. Also was ich jetzt hier heute mache, ist, ist eher so kosmetischer Natur, würde ich fast sagen. Also, wäre fast nicht nötig gewesen, diese Rolle zu warten.
Alle drei Rollen, die mir der Kevin geschickt hat, die sehen sehr, sehr gut aus, sind sehr gepflegt, sind sehr sauber. Und ich habe dem Kevin schon gesagt, ich mache eine Grundwartung. Aber es kann sein, dass er, wenn er die Rollen dann zu Hause auspackt und durchkurbelt, dass er überhaupt keinen großen Unterschied merkt zu vorher. Das kann also wirklich gut sein. Jetzt habe ich hier das Hauptritzel noch mit einer Zahnbürste etwas gereinigt, um zu sehen, dass keine Verschmutzungen, keine Überreste, kein altes Fett mehr hier in diesen Zähnen drin ist. Das ist erledigt. Zur Seite damit. Dann nehmen wir hier das Pinion Gear, dann machen wir das Gleiche. Mit der Zahnbürste durchgehen, einfach die alten Überreste des alten Rollenfetts hier herausbürsten. Dann das Ganze abtrocknen, abwischen mit dem Küchenpapier. Ich habe das hier mit Kriechöl behandelt, einfach um die alten Verschmutzungen zu lösen. Und wenn man das tut, dann sollte man zusehen, dass man das Kriechöl hinterher einfach mit einem Stück Küchenpapier auch wieder möglichst vollständig entfernt und wieder abputzt, wieder abwischt. Weil wenn von diesem Kriechöl zu viel in der Rolle drin bleibt, dann passiert Folgendes. Ich füge neues Fett ein oder ich trage neues Fett auf die Zahnräder, auf die Ritzel. Dann ist noch Kriechöl übrig oder viel Kriechöl übrig und das löst dann das Fett wieder und die ganze Schmierwirkung des neuen Fetts ist perdu sozusagen. Der Rotor hier ist sauber, da muss man nicht viel machen. Einfach mal abwischen, gucken, dass er sauber ist, passt alles. Die Bügelfeder hat Kraft, der Rotor schnalzt gut um. Ich habe letztens mal ein Video gemacht hier über die Wartung der Bügelfeder, ist jetzt hier nicht nötig. Das Einzige, was ich hier mache, ist hier an den Bügelarm 2-3 Tropfen Öl dran tun, dann das Ganze hin und her bewegen, 5-mal, 6-mal ungefähr, dann arbeitet sich dieses Rollenöl, was ich hier angebracht habe, schon ein, gelangt an die richtigen Stellen. Hier auf der Seite, da muss man überhaupt nichts machen, da steckt ein Stück Draht in einer Platte, in einem Loch, da muss man gar nichts machen. Spulenachse, auch einfach abwischen, sieht gut aus, fühlt sich gut an, bei der Spulenachse immer Kontrolle machen, ist das Metall glatt, gibt es Unebenheiten, gibt es Korrosion oder ähnliches. Wenn ja, dann kann man mit ein wenig Stahlwolle, mit ganz feiner Stahlwolle drüber gehen. Dann hier dieses Zahnrad, das für den Spulenhub da ist. Hier hinten drin ist auch altes Fett, raus damit. Das ging schnell, alles sauber, alles blank, passt. Kurbelgriff, da muss man eigentlich nie etwas machen. Dann hier dieses Führungsteil, diesen Wickelblock, whatever that is. Auch hier reingehen, das alte Fett einfach herauswischen, geht schnell. Seite und ansonsten sind wir schon fertig. Das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist hier dieses Kugellager. Kleine Beilagsscheibe auf dem Kugellager, auch die abwischen. Ja, und jetzt dieses Kugellager. Jetzt wische ich das hier mal ab. Ich teste es. Es dreht sich gut, es läuft gut. Es gibt Testgeräte für Kugellager. Das sind so wie so kleine Pyramiden sieht es aus. Oder wie so Zuckerhüte, da kann man das Kugellager draufstecken und dann eben gucken, ob es auch gut läuft. Das hier läuft gut. Es sieht nicht allzu verschmutzt aus. Es war aber gefettet. Da sieht man Rollenfett drin. So, folgendes, normalerweise öle ich meine Kugellager, also auf die Kugellager in meinen Angelrollen tue ich einfach ein paar Tropfen Rollenöl drauf. Das geht auch, oder wenn man es regelmäßig macht und meine Rollen alle 1-2 Jahre gucke ich eigentlich rein und warte sie, die Rollen, die ich in Benutzung habe. Wenn man das regelmäßig macht, die Rollenwartung, dann reicht es meistens tatsächlich, die Kugellager zu ölen. In dem Fall hier war eben Rollenfett drin, also da möchte ich jetzt kein Öl drauf kippen. Ich müsste das eigentlich, man könnte es jetzt natürlich in ein Waschbenzinbad legen und das völlig säubern. Aber nachdem es wirklich gut läuft und dieses Fett, was da drin ist, tatsächlich
in Ordnung zu sein scheint. Also es ist nicht alt, es ist nicht verbraucht, es ist nicht verbacken. Mache ich jetzt Folgendes. Jetzt kommt hier in das Kugellager ein sehr weiches Fett rein. Das ist das Scandex Rollenfett in Soft. Also das trage ich hier mit einem Pinsel auf und drücke das dann mit meinen Händen da rein. Auch hier gibt es Geräte, auch hier gibt es kleine Geräte, so Fettpressen, mit denen man Rollen, das Fett in diese Kugellager hineinpressen kann, wenn man möchte. Okay, gut, das mache ich jetzt mal so, das reicht jetzt hier in dem Fall. Das ist ein offenes Kugellager, es läuft gut und rund und ist sauber gefettet, das passt. Dann kann man jetzt eigentlich schon wieder an den Zusammenbau gehen. Da seht ihr, wie schnell das eigentlich geht bei so einer kleinen, feinen, übersichtlich und geradlinig konstruierten Rolle. Okay, zunächst wird hier das Pinion Gear wieder installiert. Da nehme ich jetzt das gleiche, also ein Rollenfett vom gleichen Hersteller. Auch das ist das Scandex oder RealX. Kommt hier auf dieses Schneckenteil, auf dieses Schneckengetriebe, kommt etwas Rollenfett drauf. Nicht zu viel. Und das ist jetzt ein Rollenfett, das nennt sich Medium. Das ist also nicht so dünnflüssig hier wie das andere, was ich in dieses Kugellager reingetan habe. Kugellager wieder draufstecken. Dann kommt hier vorne diese Beilagsscheibe wieder drauf. Und dann wird das Ganze hier wieder vorne in die Öffnung, in die runde Öffnung im Gehäuse eingefügt. Wichtig ist hier, dass das Kugellager mit dem Gehäuse plan sitzt. Da darf nichts schief sitzen, da darf sich nichts verkanten, da darf nichts irgendwie hervorstehen. Dann kommt hier diese Scheibe wieder drauf, dieser Kragen, sage ich immer dazu. Da kommen diese beiden kleinen kurzen Schrauben rein. Ich weiß jetzt gar nicht, diese Shakespeare-Rolle, sie sieht von der Form her der Shakespeare Ambidex sehr ähnlich, ist etwas anders aufgebaut, ist etwas anders konstruiert. Wahrscheinlich war das eine Liga darunter oder etwas billiger, ich weiß es nicht genau. So, jetzt sind hier diese beiden Schrauben fest. Also das ist jetzt nicht ein Modell der Top-Linie. Wenn das Ganze drin sitzt, macht man am besten ja mal einen Test. Dreht sich es leicht, dreht sich es weich und leise. Jawohl, das tut es. Da ist das wieder drauf. Dann kann gleich der Rotor wieder draufgesetzt werden. Rotor draufstecken. Dann kommt hier diese Scheibe rein. Wie gesagt, die ist wichtig, weil die den Rotor auf dieser Achse fixiert. Jetzt muss man das so drehen, dass es passt, dass es runterfällt. So sitzt das Ganze dann richtig. Dann kommt hier die Mutter wieder drauf. Und was haben wir gesagt? Die geht gegen den Uhrzeigersinn zu. Bei Stationärrollen, man weiß nie, ist tatsächlich so, wie herum diese Muttern hier auf oder zugehen. Manche gehen gegen den Uhrzeigersinn auf, manche gehen mit dem Uhrzeigersinn auf. Das muss man immer ausprobieren. Und jetzt hatte ich hier doch gerade meinen 12er Schlüssel liegen und jetzt ist er weg. 14er ist zu groß, der 11er ist zu klein. Darf doch nicht wahr sein. Also, 14er. Ha. 12er. So. Ordnung ist das halbe Leben. Schaut, dass ihr auf eurer Werkbank Ordnung haltet, dann habt ihr diesen Zeitverlust nicht, den ich hier gerade demonstriert habe. Okay, der Rotor ist wieder drauf. Test, dreht sich. Wunderbar, sehr schön. Dann wird jetzt hier dieses Zahnrad eingebaut, kommt Fett drauf.
auch hier auf die Stelle im Rolleninneren, wo dieses Zahnrad läuft, kommt etwas Fett drauf. Dieses Teil wird von allen Seiten, von vorne, von hinten und auf den Zähnen ordentlich mit Rollenfett eingedeckt. Da läuft dann dieser Block drauf. Das braucht gute Schmierung. Rein damit. So sitzt es dann drin. Dann hier dieser Block. Auch hier kommt nach hinten ein Pinsel, vor allem hier in diese Rille, ordentlich Fett rein. Und dann wird das Ganze hier drauf gesetzt, dass es dann so sitzt. Also da hinten haben wir dieses Ritzel, da sitzt dieser Block dann drauf. Dann kommt hier das Hauptgetriebe rein. Diese Rolle hat auf der Hauptachse, auf der Hauptgetriebeachse keine Kugellager, sondern sie läuft also in Buchsen, links und rechts im Gehäuse. Da wird dann auch etwas Rollenfett hier aufgetragen auf diese Teile. Dann hier natürlich auf die Zähne des Hauptritzels. Das zweite Ritzel da hinten, was wir da sehen, dieses Zahnrad, ja, Ritzel ist es nicht, dieses Zahnrad, die Rücklaufsperre, das muss man nicht fetten, das ist nicht nötig. Da muss kein Fett drauf. Also, alle Zähne sind mit Fett versorgt, nicht zu viel. Dann wird das hier einfach reingesetzt, dieses Zahnrad, dieses Hauptritzel. So, dass es so drin sitzt. Man kann hier vorsichtig nochmal drehen. Jawohl, es dreht sich. Das heißt, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Achtung, ich habe jetzt hier so testgekurbelt und dann hat sich hier dieser Block hinten, die Achse ist ja noch nicht drin, dann hat sich natürlich dieser Block wieder verschoben. Das war jetzt blöd von mir. Also nochmal den Block rein, das Hauptritzel rein, dass es ordentlich drin sitzt. Und jetzt mache ich keinen weiteren Testlauf, weil ich möchte diesen Block da hinten in dieser Position haben. Die Achse bekommt zwei Pinselstriche Fett, auch von diesem Medium oder von dem Leichten. Dann wird sie vorne eingeführt. Und dann muss man schauen, dass man hinten sie in dieses Führungsteil, in diesen Wickelblock einführt. Und in der Achse ist ein Loch und das muss man treffen. Ich mache das jetzt hier mit dem Stichling, zentriere das so. Und dann haben wir jetzt die kleine Schraube mit dem flachen Kopf. Kleine Kreuzschlitzschraube mit flachem Kopf, die da reinkommt. So, und wenn das passiert ist, dann kann man einen Testlauf machen. Drehe ich mir das Ganze mal so. Also Rotor dreht sich, Hauptritzel dreht sich, die Achse geht nach vorne und zurück, passt. Hier habe ich etwas altes Fett übersehen, das muss auch noch weg. Gut. Jetzt sind wir schon am Seitendeckel. Hier diese kleine Beilagsscheibe, habe ich gesagt, die nicht verlieren oder die nicht vergessen. Die stecke ich jetzt hier drauf, die sitzt jetzt da richtig und jetzt kommt hier der Deckel drauf. Und da muss man jetzt gucken, das geht eigentlich recht einfach. Man muss nur gucken, dass dieser silberne Hebel, den ihr da hinten gesehen habt, der Rücklaufsperrenhebel, dass der richtig auf diesem Zahnrad sitzt. Und das Ganze muss man immer oft ein wenig spielen. Und das Ganze muss dann eben ein bisschen spielen, ein bisschen herumprobieren, dass dieser Seitendeckel gerade und satt einrastet. Und das tut er jetzt hier gerade nicht. Das tut er jetzt hier gerade nicht. Frage warum. Also das passt.
Jetzt habe ich euch eben erzählt, was das für eine hübsche, kleine, übersichtliche und einfach konstruierte Rolle ist. Und jetzt seht ihr mich hier kämpfen beim Zusammenbau oder bei der Installation des Seitendeckels. Also, der Trick ist hier drin ist, im Inneren ist dieser Hebel für die Rücklaufsperre, der muss, und der hat so einen rechtwinkligen Haken, und der muss hier unter dieses Kunststoffteil gehen, und das andere Ende muss auf dieses Zahnrad greifen, was neben dem Hauptzahnrad, neben dem Hauptritzel liegt, und da muss man ein bisschen herumspielen. Also ich habe diesen Seitendeckel hier nicht ganz zubekommen, also auch mit Druck, der war nicht ganz plan, da war immer noch ein kleiner ein Spalt und der saß nicht ganz gerade, und der Grund war, dass hier innen drinnen diese Rücklaufsperre sich noch nicht richtig positioniert hatte. Dann habe ich so ein bisschen gedreht und habe hier das mal in die Off-Position getan, und auf einmal hat es Klack gemacht und das Ganze war dann saß dann richtig. Also man hat es richtig gehört, mit einem satten Klack ist also der Seitendeckel auf das Hauptgehäuse eingerastet, und wenn man so weit ist, wenn man das gehört hat, dann sitzt es in der Regel richtig, und dann kann man hergehen und kann hier diese, in dem Fall drei Seitendeckelschrauben, wieder installieren und fest andrehen. Hübsche kleine Rolle, ein Kugellager, übersichtlicher Getriebeaufbau. Klassischer Getriebeaufbau, also nichts Besonderes, keine große Überraschung, die wir da gesehen haben. Sehr, sehr sauber, sehr, sehr schön. Machen wir die Kurbel wieder rein. Einfach reinstecken, dann eben auf der gegenüberliegenden Seite diese Schraube wieder reinstecken und festziehen. Und was ihr jetzt hier gesehen habt, das war wirklich eine schnelle Grundwartung. Und da sieht man, wie schnell und zügig man eigentlich so eine, in dem Falle natürlich einfach und übersichtlich konstruierte Rolle, selber warten kann. Es war keine Reparatur vonnöten, es wurden keine Restaurationsarbeiten gemacht oder ähnliches, sondern einfach nur aufmachen, auseinanderbauen, ordentlich sauber machen. Und sie läuft wunderbar leicht. Die Rolle hat hier diesen Bügelumschlagsmechanismus, findet man ganz oft bei diesen Rollen der 1970er Jahre, diesen äußeren Bügelumschlag. Wenn man den Bügel umklappt und dann kurbelt, dann schlägt hier dieser Teil des Bügelarms gegen dieses Kunststoffteil hier am Rollenfuß. Da braucht man ein bisschen Schwung, und dann klappt der Bügel zurück. Ist ein ganz rustikales System, funktioniert. Ich schlage meinen Bügel aber in der Regel hauptsächlich sowieso lieber von Hand um, also auch bei neuen Rollen. Das ist natürlich etwas materialschonender, wenn man das gerade beim Spinnfischen, beim Forellenangeln oder sowas macht. So, jetzt ist das ganze Ding hier ordentlich fettig und versaut von meinen öligen Händen. Mal kurz abwischen. Was wir noch ganz schnell machen, ist die Bremse und die Spule. Ist alles sauber. Kurz abwischen. Gibt es nicht viel zu tun. Bremsknopf und hier dieses Bremssystem, das wird ein ganz klassisches Bremssystem sein. Hier in der Mitte von der Spule, da sehen wir so einen kleinen Clip, so einen Federclip mit so kleinen Ausbuchtungen. Den vorsichtig mit einem Stichling heraushebeln und immer den Daumen drauf halten, weil dieses Ding, wenn man nicht die Hand drüber hält oder den Finger drauf hält, das springt weg durch die Wohnung, man findet es nie wieder. Dieser Ring, den ich gerade entfernt habe, der macht nichts anderes, als dass er hier den Bremsenstapel in der Spule an Ort und Stelle hält. Und jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Jetzt hier die Bremsscheiben kommen jetzt heraus. Aha. Kork. Okay, das hatte ich lange nicht mehr.
ganz vorsichtig. Diese Rolle hat Bremsscheiben aus Kork. Eigentlich hat man derzeit eher Teflon oder Kunststoff oder so etwas oder Filz. Das waren eigentlich die Materialien, die man da eher hatte. Aber Kork funktioniert auch, geht auch. Und vielleicht war es ein günstigeres Material, ich weiß es nicht. Carbon-Bremsscheiben, Carbon-Tex-Bremsscheiben gab es seinerzeit noch nicht. Okay, ganz normales Bremssystem. Korkscheibe, Metallscheibe mit diesen Ohren, noch eine Korkscheibe und die letzte Metallscheibe. Was wir jetzt da machen mit diesen Korkscheiben, die sind recht trocken und sehen so ein bisschen brüchig aus. Ich tippe die hier in dieses Kells Universal Drag Grease, heißt es. Das ist also ein Rollenfett, kann man für Angelrollen hernehmen, für die Getriebeteile. Ist allerdings recht teuer, deshalb bin ich dazu geizig. Also ich fette meine Rollen mit anderen Fetten. Aber dieses Fett hier, ich zeige es nochmal hier, das wird halt empfohlen zum Fetten von, vor allem von diesen neuen Carbon-Bremsscheiben. Und die Idee ist einfach, dass man durch Fett, durch eine leichte Fettung, also ich tippe diese Bremsscheiben einfach da rein und verteile es dann mit dem Finger, ist natürlich eine Sauerei, muss man sich noch wieder die Finger waschen. Die Idee ist einfach, dass diese Materialien hier, Kork in dem Fall, dass die eine gewisse Feuchtigkeit behalten und flexibel bleiben. Gut, erste Korkscheibe ist drin, dann kommt so eine Bremsscheibe, eine runde Bremsscheibe, zweite Korkscheibe. Dann kommt in die Mitte diese Metallbremsscheibe mit diesen kleinen Ausbuchtungen an der Seite. Die passen hier in der Spule in entsprechende Gegenstücke. Dann haben wir hier die dritte Korkbremsscheibe. Einfach ein bisschen von diesem Fett und dann das drauf verreiben. Rein damit. Dann die letzte Metallscheibe. Finger abputzen. Das nochmal abwischen. Und dann kommt hier dieser Bügel wieder rein. Hier ist im Inneren von diesem zylindrischen Kanal in der Spule ist so eine kleine Rille und da muss diese Metallbügelfeder oder dieser Metallclip muss rein. Jetzt habe ich ihn zu tief gedrückt, ziehe ich ihn ein bisschen hoch und man hört es, wenn er richtig sitzt, das gibt dann so einen Klack. Habe ich jetzt hier nicht so laut gehört. Jetzt kontrolliere ich das nochmal mit Stichling und per Auge. Klack. So, jetzt hat es Klack gemacht. Jetzt sitzt er richtig drin. Und dieser Bremsenstapel hier, der ist locker. Ja? Also die können sich gegeneinander bewegen. Da ist Luft und durch diesen Clip wird das Ganze praktisch nur da drin festgehalten. Wenn man die Spule umdreht, kann es nicht rausfallen. Okay, fertig. Das war's. Spule wieder drauf. Bremsknopf drauf. Äußerlich putzen, waschen oder sonst was muss man hier nichts. Sie macht ein ganz leichtes Laufgeräusch, völlig normal bei einer Rolle diesen Alters mit nur einem Kugellager. Sie läuft wunderbar leicht, also sie läuft genauso leicht und so schön wie die etwas hochwertigere Ambidex, muss ich ehrlich sagen. Rücklaufsperre geht auch, das typische 70er Jahre Knacken. Tipptopp, alles prima. Was ich noch ganz schnell mache, wenn ich dabei bin, das Schnurlaufröllchen. Da ist hier an dem Bügelarm eben so eine Schraube. Die ist leicht aufzudrehen. So schaut die aus. Da ist eine kleine Kunststoffbeilagsscheibe drunter. Auf der anderen Seite fällt mir hier eine Platte entgegen, eine kleine. Die ist auf der einen Seite glatt, auf der anderen Seite hat sie eine kleine Vertiefung. Und diese Vertiefung, die zeigt zum Schnurlaufröllchen. Hier haben wir da also das Schnurlaufröllchen. Das kann man einfach abziehen. So schaut es dann aus. Und da muss man nicht viel machen. Man muss nur gucken, dass das hier sauber ist. Auch dass dieses Schnurlaufröllchen sauber ist im Inneren. Und dann reicht ein Tropfen Öl. Und dann läuft es dann wieder. Einfach mal mit einem Wattestäbchen durchgehen. Schauen, dass es sauber ist. Auch hier mit dem Wattestäbchen drüber gehen. Man kann mit dem Finger mal drüber fühlen. Es sieht sehr sauber aus, fühlt sich glatt an, also alles im grünen Bereich. Auch hier mit dem Wattestäbchen durchgehen, falls da Verschmutzungen sind. Sieht auch gut aus. Dann kommt hier ein Tropfen Öl drauf. Also
hier auf dieses Stück ein Tropfen Öl. Dann kommt hier das Röllchen wieder drauf. Dann kann man, wenn man möchte, hier auch nochmal einen Tropfen Öl drauf tun. Dann wird hier diese Scheibe draufgesetzt und wirkt, wie gesagt, mit dem leicht vertieften Ende, das muss zum Schnurlaufröllchen zeigen, dann das da wieder hinstecken oder dahin halten, von der Seite wieder diese Schraube reinstecken, festziehen. Und da muss man natürlich hoffen, dass man das Gewinde auf der anderen Seite trifft. Jawohl. Das Ganze festdrehen. Wie immer bei Angelrollen festdrehen, aber nicht zu festdrehen. Nicht, dass man irgendwas abreißt, dann kurz überwischen. Schnurlaufröllchen dreht sich. Jawohl, passt. Die Wartung einer Shakespeare 2770er Jahre Angelrolle. Sehr, sehr schönes Teil. Sehr, sehr gut erhalten. Also eigentlich, naja, 9 von 10 würde ich sagen. Fast Mint. Ob die jemals gefischt wurde, keine Ahnung. Stark gefischt wurde sie auf jeden Fall nicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.